So, das Feuer brennt noch. Der Ich Abend. möchte jetzt böse Inquisitoren. Verbrennt sie die Ketzer. Ja, hallo Solveig. Hallo Daniel. Es ist gar nicht so lange Nein. her, das war. Also ihr habt womöglich ein bisschen länger warten müssen. Herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Folge bei Flurfunk Geschichte. Denn der Unglaube, der falsche Glaube, hat letztes Mal länger gedauert als das Gespräch über diejenigen, die versuchen, ihn auszumerzen und dabei vor allem in Südfrankreich nicht allzu erfolgreich waren. Soweit haben wir das festgestellt und deshalb hatten wir uns entschlossen, wir machen einfach mal eine kurze Pause. Also, ihr habt jetzt ein bisschen länger gewartet womöglich. Wir hatten jetzt 10 Minuten nochmal zum Durchatmen und Kaffee trinken oder Tee trinken und werden unser Gespräch jetzt fortsetzen über die Inquisition und die Inquisitoren, die nochmal nachfragen. Solveig. Wer genau. fragt da? Ja, es wie wer machen da die das? Persönlich nachfragt? Wann legst du die Daumenschrauben an? Also erstmal legt man sie nicht an. Man legt sie nicht an? Na, erstmal geht man nur hin und fragt. Achso, das war genauso wie der Kommissar beim Tatort. Genau, das, wie gesagt, im Grunde ist es hochmodern, was die da machen. Nämlich man versucht erstmal vor Ort zu fragen und Beweise zu sammeln. Und nochmal zur Auffrischung, also um 1230 haben wir Papst Gregor IX., der die ersten Inquisitoren beruft. Gelernt hat man aus den katastrophalen Ergebnissen des Albigenserkreuzzuges und denkt sich jetzt, okay, wir machen es anders. Und was man Aber da auch... Entschuldige, dass ich dich schon wieder unterbreche. Die katastrophale... Verlauf dieses Kreuzzuges. Was erschreckt den Papst? Erschreckt den Papst, dass man da eine ganze Stadt niedergemeuchelt hat? Ich glaube ja. Oder dass die Ketzer immer noch existieren? Ich glaube beides. Also wie gesagt, also gerade auch so mittelalterliche Päpste werden manchmal auch gern so böse und gnadig vorgestellt. Ich würde schon behaupten, dass das denen auch schwer ins Gewissen geschlagen hat, dass da so viele Menschen auch einfach umgebracht wurden. Weil das eigentlich auch nicht in der Zeit der Gedanke ist, tötet sie alle, Gott wird die Seiden erkennen. Also das schreiben die Autoren auch in die Quellen hinein, weil es für sie selbst so schockierend war, welche Form das angenommen hat. Von daher würde ich schon sagen, man war insgesamt schockiert über das, was passiert ist und versucht das jetzt irgendwie zu regeln. Was eben wichtig ist, ist sich klarzumachen, dass es die Inquisition noch nicht gibt. Die wird später erst in die Formen bekommen, für die sie heute auch noch hat. Erstmal werden wirklich Inquisitoren berufen. Und das ist eben doch so ein bisschen eben anders als auch also heutzutage. Muss man, glaube ich, immer so ein bisschen sich auch bewusst machen. Die mittelalterlichen Menschen sehen ihre Welt so ein bisschen anders. Die sehen nicht so Institutionen, wie wir das haben, mit der Staat, die Polizei, die Regierung, sondern die sehen Personen einfach. Also der König, der Papst. Und das ist bei den Inquisitoren eben auch so. Also es gibt nicht die Inquisition, sondern es gibt einzelne, ja vor allem auch Franziskaner und Dominikanermönche, die ein Recht bekommen, Inquisition zu führen, durchzuführen. Also das ist eine bestimmte Erlaubnis, dass die das tun dürfen. Das heißt, es sind jetzt echt die Franziskaner dabei, die, ja. die knapp an der Ketzerei vorbeigeschraubt sind. Die dürfen jetzt andere Ketzer befragen. Ja. Okay. Genau, ich weiß nicht, also es geht dann vielleicht auch so ein bisschen wieder vom Thema weg. Wir sind schon in der ersten Folge immer so ein bisschen weggekommen vom Thema, aber weil das einfach natürlich auch so essentiell ist, kommt man da immer so in gewisse andere Töpfe hinein, wenn es so um Kirchengeschichte und richtig oder ja, Rechtgläubigkeit geht. Was uns auch vorhin aufgefallen ist in unserer kleinen Pause, ist, dass wir einen sehr wichtigen Mann vergessen haben. Ja, du sagtest, du sprachst schon von Dominikanern. Genau, ich sprach schon von ihm, vom Dominikaner. Das wollen wir natürlich nachholen. Denn die zwei großen Bettelorden, die wir heute noch haben, ist natürlich Franz. Über den haben wir schon ein bisschen gesprochen. Franz von Assisi, der eben auch dieses Bekehrungserlebnis hat wie Peter Waldes oder Petrus Waldes. Und der es dann eben schafft, sich mit der Kirche so weit gut zu stellen, dass es ihm erlaubt wird zu predigen.
Und wir haben zur ein bisschen früher sogar noch, haben wir Dominikus Guzmán, Spanier, der sich eben auch, ja, auch so einen Erweckungsmoment hat. Und das ist eben ganz spannend. Sein Erweckungsmoment ist in dem Sinne, dass er auf Katara trifft und sagt, das, was die erzählen, ist falsch und ich muss was dagegen tun. Und er fängt dadurch eben an zu predigen. Und das ist doch der Orden, den man vor allem, ja, glaube ich, mit der Inquisition, genau, in Verbindung bringt. Genau, mit das sind Dominikanes, die, ja, Hunde des Herrn. Die Hunde des Herrn, das ist ein sehr schönes Wortspiel natürlich mit Dominikanem. Und das passt dann natürlich auch, dass sie dann vom Herrn losgeschickt werden, um dann zu beißen. Genau, und die Heretiker aufzuspüren. Also das ist irgendwie, also als ob es wirklich Gott gewollt hätte. Und das ist eben auch ganz interessant, wenn man sich so mit diesen zwei Orden beschäftigt, weil dann müssen wir wieder zum vierten Laterankonzil zurück. Wir waren schon beim ersten, beim dritten Laterankonzil. Das war das Jahr, wo Petrus Valdes exkommuniziert worden ist. Mhm. Was ich vergessen habe, da zu erwähnen, ist, dass er eben auf dem dritten Laterankonzil exkommuniziert wurde. Also er wurde nicht einfach nur exkommuniziert. Wieso ist das jetzt wichtig? Weil eben auf dem dritten Laterankonzil das erste Mal Ketzerbestimmungen festgehalten wurden. Mhm. Also unter dem Incipit ad abolendam wird eben erklärt, welche Strömungen heretisch sind. Und dazu gehört eben auch die Waldenser und auch die Katara und es werden noch andere Strömungen genannt. Und dann haben wir das vierte Laterankonzil 2015. Und da wird noch einmal wieder von Innozenz dem Dritten, wie gesagt, er hat viel gemacht. Diese erfolgreiche Kreuzzugspapst. In anderen Sachen war er sehr, sehr erfolgreich. Nur mit den Kreuzzügen hat er sich immer ein bisschen verhoben. Wird festgesetzt, dass es keine neuen Orden mehr geben darf. Ach. Ja. Es wird gesagt, ihr habt genug Auswahlmöglichkeiten. Wir haben die Benediktiner, wir haben die Zisterzienser, wir haben die Prämonstratenser, wir haben die Augustiner. Ihr könnt auswählen. Wir brauchen nicht mehr. Mhm. Und jetzt haben wir die Franziskaner und die Dominikaner, die meinen, aber wir wollen aber. Ja. Und Dominikus hat es da sehr einfach, weil er einfach sagt, ja, mir egal, wir übernehmen einfach die Regel der Augustiner. Dadurch ergibt sich auch ihr Habit. Die sind ja auch sehr, 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 man kann die sehr leicht erkennen. Die tragen diesen weiten Mantel, das weiße Untergewand. Mhm. Mit dem schwarzen Obergewand. Das weiße Untergewand stammt von den Augustinern. Mhm. Und Dominikus sagt dann, wir ziehen das schwarz drüber und dann erkennt man uns. Und das verwechselt man die nachher mit den Katharern. Ja. Die sind auch schwarz rumgelaufen. Aber die haben die Dominikaner ja was Weißes drunter. Müssen den Mantel immer auflassen. Ja, beziehungsweise das guckt ihr so unten durch. So ein Cape. Das ist so ein Übergewand, was ein bisschen kürzer ist. Also auch eben vom Schnitt her, also man, wenn man einmal einen Dominikaner-Habit gesehen hat, dann erkennt man den immer sofort. Die Franziskaner haben ein größeres Problem, weil Franziskus ist da halt ein bisschen eigener und er möchte sich da nicht so anpassen. Und was man eben feststellen kann, ist, dass die Kurie scheinbar, zumindest dann auch Gregor der IX., richtig Bock auf ihn hat. Also die haben richtig Bock auf diese Franziskaner, weil sie geben sich wirklich Mühe, diese franziskanischen Ideen irgendwie in eine Form zu bringen, dass sie es legal machen können, obwohl ja eigentlich keine neuen Orden entstehen dürfen. Und Franziskus will halt keine bestehende, weil er sagt, die bestehenden sind halt nicht das, was ich will. Ich möchte umherziehen und wandern und keine der Regeln erlaubt mir das. Mhm. Und Dominikus sagt halt, ja, wie gesagt, Augustiner und dann kriegen wir das irgendwie geregelt. Und mit Franziskus, wir haben dann irgendwie die erste Regel, die wird abgelehnt, da muss er nochmal ran. Dann die zweite wird dann irgendwie akzeptiert. Dann sagt aber Franziskus schon in seinem Testament, so nach dem Motto, hier, das sind die eigentlichen Regeln, die ich haben möchte. Ihr haltet euch ans Testament. Dann stirbt er. Dann kommt Innozenz. Das heißt, sie schicken den Papst, und das ist eine Regel, aber wir machen das jetzt wir mal machen so. Wir machen das eigentlich so. Okay. Dann stirbt er, dann kommt Innozenz der Vierte und sagt, naja, das steht da in seinem Testament, aber das hat er ja so nicht gemeint. Ach so. Und dann der macht da auch, der greift da ein in diese Struktur und sorgt dann auch für eine Spaltung im Franziskanerorden. Und da kommen wir jetzt nämlich auch wieder zurück zur Inquisition und zur Häresie, weil diese Spaltung ist tatsächlich sehr, sehr problematisch. Und da merkt man eben, wie haarscharf Franziskus da an der Häresie vorbeigeschrammt ist. Also wie nah er wirklich auch bei diesen Ideen von Valdes und vielleicht auch von den Katharern war, weil Franziskus lehnt die Benutzung von Geld ab oder überhaupt. Also der Gedanke der Franziskaner ist ja, dass sie eben allen Besitz aufgeben und umherziehen und
das Wort Gottes predigen und dann von den Spenden leben, die ihnen die Menschen geben. Deswegen sind sie auch Bettelorden, weil sie sich eben die Sachen erbetteln. Und er hat ganz klar gesagt in seinem Testament, ihr dürft kein Geld annehmen. Also ihr dürft nur Sachspenden haben und nur die Kleidung, das Essen oder irgendwelche Gegenstände, mit denen ihr Häuser bauen könnt, um da drin zu wohnen. Das ist dann auch noch okay, aber ihr dürft niemals Geld annehmen. Innozenz schreibt dann rein, ja, also ihr dürft es nicht besitzen, aber in die Hand nehmen dürft das ja schon. Also er weicht es dann wirklich juristisch auf, weil man eben merkt, diese Ideen passen einfach nicht in die katholische, also in die Kirche rein. Das geht nicht. Und sie versuchen wirklich, es irgendwie passend zu machen, dass es geht. Kann man dann auch darüber diskutieren, ob die Päpste das dürfen, ob sie da irgendwie ihre Macht ausgenutzt haben. Ja, diese Ordensregeln müssen doch vom Papst irgendwie approbiert werden. Ja, es muss approbiert werden, so nach dem Motto, es wird dann immer so gesagt, ja, die bösen, bösen Päpste, die halt die reinen Gedanken von Franziskus unterlaufen haben. Sie haben halt irgendwie da kann man dann halt auch schnell sagen, so gut gemeint ist halt nicht unbedingt gut gemacht. Und man merkt halt, die Päpste meinen es gut, sie wollen halt wirklich diese Orden fördern, das tun die auch aktiv, aber dadurch, durch diese päpstliche Förderung, unterwandern sie es, weil sie dann auch die Regeln anpassen und leichter machen, weil sie meinen, naja, aber die Regeln sind zu streng. Es kommt keiner mehr. Es kommt keiner, es ist zu hart. Wir wollen doch, dass viele kommen, also machen wir die Regeln leichter. Und das ist natürlich, man weicht damit die Ideen von Franziskus auf, man macht den Orden aber zugänglicher für mehr Leute. Es ist dann halt so die Frage, was möchte man. Und dann gab es dann zwei verschiedene Franziskanerorden am Ende? Ja, also es gibt dann halt diese große Spaltung, ist jetzt ein bisschen hart gesagt, aber ich habe leider seinen Namen vergessen, der war Generalminister. Also die Franziskanerorden sind ja auch nochmal anders organisiert, die haben dann nicht den großen, die haben ja keine Äbte, sondern die haben einen Generalmeister, das ist so quasi der Chef von allen und dann treffen die sich regelmäßig und der darf dann eben sagen, was läuft. Oh, ich habe den Namen leider vergessen und der ist eben... Schreiben wir die Shownotes. Ja, der kennt... Also ich habe über den geschrieben, ich müsste es eigentlich wissen. Der hat Franziskus noch gekannt und der weiß ganz genau, was Franziskus mit seinem Testament gemacht hat und gemeint hat. Und der weiß ganz genau, das, was die Päpste hier machen, ist nicht das, was Franziskus wollte. Und der wird dann abgesägt vom Papsttum. Der muss dann gehen. Es wird dann jemand Bequemeres eingesetzt und das ist Bonaventura. Das ist auch so ein bekannter Name. Warum kennt man den? Wird er nachher verbrannt? Nee, der wird heilsgesprochen. Aber ist das hier auch so ein Ketzerverfolger oder was? Wieso kenne ich den? Weiß ich nicht. Also das ist ein relativ großer, eben auch Reformermann des Franziskanerordens, der da auch viel, viel Einfluss gehabt hat. Und Bonaventura ist eben auch der eben mehr mit der Kirche kann. Und man splittet sich quasi auf im Franziskanerorden zwischen den Spiritualen, zu denen gehört eben dieser erste Generalmeister, und den Konventualen, das ist Bonaventura. Also die Konventualen sind quasi die den Kompromiss eingehen und sagen, na gut, wir gehen mit dem Papst, wir wollen den Orden erhalten, wir spielen mit. Die Spiritualen sind die ganz klar sagen, nein, 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 allein das Testament zählt. Und konventual klingt das so ein bisschen, als würden die jetzt nicht mehr umherwandern, sondern in einem Konvent, in einem Kloster. Ja, ich weiß nicht. Nee, die wandern immer noch. Die Franziskaner wandern doch nicht die ganze Zeit nicht mehr durch die Gegend. Also ich weiß nicht, seit wann die das nicht mehr tun, aber das Mittelalter durch machen die das eigentlich noch. Also die haben dann auch ihre Klöster, wo sie dann auch vor Ort irgendwie unterkommen können. Pferde wechseln. Nee, die müssen ja zu Fuß laufen, die dürfen ja keine Pferde. Und das eskaliert dann später so, dass die Spiritualen tatsächlich zu Ketzern erklärt werden unter Johannes dem 23. Und das... Da gab es ja zwei von, ne? Du meinst jetzt nicht den in den 60ern? Nein, 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 den 1300. Okay. Das ist der Konflikt, der eben der Name der Rose im Hintergrund spielt und immer wieder erwähnt wird. Und man versteht überhaupt nicht, warum Echo das immer wieder... Also warum die Figuren da immer drüber reden. Aber wenn man sich damit auseinandersetzt... Das ist halt so ein bisschen im Hintergrund, so der große Konflikt, der da eben seine Wellen geschlagen hat. Das ist immer so. Deswegen, also Name der Rose ist ein sehr, sehr gutes Buch. Okay, ja, macht immer mal Spaß. Der Film auch? Kann ich auch nur den Film gucken? Nein. Okay. Nein. Aber das ist Sean Connery. Ja, können wir gleich nochmal drüber reden. Ja, das warum dann doch ein bisschen warum zu weit. Ich das nicht... Nein, der okay, ist... Okay, der Film. So, jetzt hier, wer wird losgeschickt? Und also deswegen, aber deswegen diese lange Ausführung, weil es halt den... Inquisitoren. Ja, aber lass mich doch kurz noch diesen Punkt... Inquisitoren. Darf ich das trotzdem kurz einen Abschluss machen? Ja.
Weil die Franziskaner tatsächlich eben in die Häresie abrutschen. Also diesen Drahtseilakt, den Franziskus noch irgendwie geregelt hat, passiert genau. Also das, was irgendwie absehbar war, passiert ihnen tatsächlich. Das heißt, auf der einen Seite sind sie Inquisitoren, aber auf der anderen Seite sind sie dann halt selbst auch Inquisierte. Genie und Wahnsinn. Also nah beieinander. So, genau. Also die zumindest im Anfang sind es eigentlich eben vor allem die Dominikaner, was natürlich Sinn ergibt, weil die haben sich deshalb überhaupt erst gegründet. Und später kommen noch die Franziskaner dazu. Die wandern halt umher und predigen. Und scheinbar kommt da irgendwie eine Qualität auf, eine Expertise auf, die man dann nutzt. Aber eben, wie gesagt, nicht alle Franziskaner sind automatisch Inquisitoren, sondern es gibt eben einzelne. Also der Papst oder ein Bischof sucht sich da jemanden aus. Nee, das ist der Papst. Es ist nur der Papst. Das ist eben nämlich wichtig, weil, da kommen jetzt die Frühmittelalter, die Inquisition hat es ja immer schon gegeben. Das stimmt tatsächlich, weil, wie gesagt, das heißt ja nur Untersuchung oder Nachfragen und Häresievorwürfe haben wir auch schon früher. Da gehen die aber ins Bischofsgericht. Also der Bischof ist dafür zuständig. Und man sagt jetzt aber, der Bischof schafft das nicht, die Inquisitoren. Also das funktioniert nicht, der ist überlastet. Und wir schicken jetzt Inquisitoren, die sind da drin ausgebildet, das sind Experten, die übernehmen das. Aber auch geil, von wegen, weil du vorhin diese Parallele zu Tatortkommissaren gezogen hast. Das klingt jetzt so, als wäre der Inquisitor nicht der Tatortkommissar, sondern so ein FBI-Agent, der dem örtlichen Sheriff irgendwie reinredet. Genau. Und der dann entsprechend reagiert und irgendwie keinen Bock darauf hat, jetzt mit diesem Inquisitor irgendwas zu machen. Ja, das war jetzt, lag mir auch schon auf die Zunge, dieser Vergleich. Tatsächlich, so muss man sich das so ein bisschen, kann man sich das so vorstellen. Wir haben vor Ort den Bischof und der hat auch oft keinen Bock. Die haben, also das auch, wenn man so die Quellen liest, es kommen regelmäßig Beschwerden seitens der Inquisitoren an die Kurie, weil die Inquisitoren unterstehen direkt dem Papst. Von wegen, die Bischöfe lassen uns nicht, die Bischöfe gängeln uns, wir dürfen dies nicht, wir dürfen das nicht, die behindern uns ständig in allem. Also man merkt auch, wie die Bischöfe sich in ihrer Autorität da unterlaufen fühlen und einfach keinen Bock haben, mitzuarbeiten. Also in dem Sinne, die Inquisition auch hier hat keine Neuerfindung, sondern es gibt jetzt einfach nur neue Leute, die diese Kompetenzen bekommen. Jetzt, wie läuft ungefähr so ein Inquisitionsprozess ab? Also es gibt tatsächlich später einige Handbücher, die verfasst werden, weil wir schon beim Namen der Rose sind. Einer der bekanntesten, aber was ich jetzt auch wieder gelesen habe, obwohl der wurde irgendwie gar nicht benutzt, aber er wird trotzdem immer genannt, ist Bernardi. Hier wurde nicht benutzt. Ja, irgendwie wurde er scheinbar, stand jetzt in dem Buch, was ich gerade gelesen habe, dass der in der Pause noch schnell, dass der gar nicht rezipiert wurde. Aber es ist der Name, der immer fällt. Also, naja. Hat der ein Buch geschrieben? So ein Handbuch ein Handbuch zur Inquisition geschrieben. Bernardi war zwischen 1309 und 1325 Inquisitor. Vor allem eben in Südfrankreich, Toulouse und so, war der unterwegs. Und und Bernardi ist eben auch so ein bisschen der Gegenspieler im Namen der Rose. Wir haben Sean Connery, den guten Franziskanermönch, der ja auch als Inquisitor gearbeitet hat in der Geschichte. Und dann haben wir Bernardi als den bösen Dominikaner, der da kommt. Und im Film ist Bernardi wirklich auch so ad 1000 nochmal hochgedreht. Fies. Und der stirbt auch im Film, Spoiler. was aber nicht korrekt ist. also Darstellung von Bernardi kann man hinterfragen in diesem Film. Ansonsten ist das, kann man den auch gucken. Aber man muss sich eben bewusst machen, Bernardi ist da wirklich so dieser typische böse Inquisitor, der da so alle Hollywood-Klischees auch bedient. Und er hat eben so beschrieben, ganz grob, wie das abläuft. Also die Inquisitoren kommen nicht einfach so, sondern es muss zunächst gemeldet werden, entweder beim Bischof oder beim Papst direkt, dass man da irgendwelche heretischen Dinge vermutet. Dann kommen die melden sich 40 Tage vorher an. Wird dann die sogenannte Gnadenfrist. Kann man nochmal alles in Ordnung bringen in den 40 Tagen? Das war sehr nett. Ja, das ist ja auch der Gedanke. Also die kommen dann, also eben, es gibt ja auch diesen wunderschönen Sketch von Monty Python, No one expects the Spanish Inquisition. Jeder weiß das, 40 Tage vorher schreiben die, melden die sich und sagen, wir kommen dann. Und diese Gnadenfrist ist tatsächlich so gedacht, also es wird dann bekannt gemacht in den Ortschaften, wie, keine Ahnung, ob die das vorlesen lassen, ob die das irgendwie an der Kirche da annageln, man weiß es nicht.
Und dann wird eben gesagt, in diesen 40 Tagen sind die Inquisitoren auch schon vor Ort und die sammeln Zeugenaussagen. Also jeder, der irgendwie was mitbekommen hat, soll kommen. Und Selbstanzeigen werden auch angenommen und die bleiben dann. Ja, die bleiben. Wir nehmen auch Selbstanzeigen. Wir nehmen Stein und die bleiben straflos. Also, wenn du hingehst und sagst, ja, ich war in so einer Katara-Messe und es tut mir leid und so, dann sagen die, ja, gar kein Problem. Du wirst jetzt, kriegst deine Amnestie. Und damit arbeiten die, also mit diesen Zeugenaussagen, weil sie dadurch natürlich Namen schon mal bekommen, erfahren, wo sich die Leute treffen, was sie da genau machen. Also durch die von diesen Zeugenaussagen ist das Inquisitionsverfahren nur möglich. Dann, wenn diese 40 Tage rum sind, dann sammeln sie die Namen von den Leuten, die von den Zeugen benannt wurden, aber sich nicht selbst gemeldet haben. Die werden dann eingeladen und dann werden die verhört, werden erstmal Fragen gestellt. Und jetzt kommen wir zu den Folterinstrumenten, denn ab 1252, also knapp 20 Jahre nach der ersten Berufung von Inquisitoren, haben wir Innozenz IV., der mit seinem Schreiben Ad Extirpanda erlaubt, dass man die Folter benutzt. Kannst du das eigentlich auch übersetzen, wenn du solche lateinischen Namen raushaust? Moment, Extirpanda ist, glaube ich, zur Ausmerzung. Also das klingt schon verheißungsvoll. Also zur Ausmerzung der schlechten, heretischen Schlechtigkeit geht es, glaube ich, weiter. Und da sagt er eben, man darf auch die Folter verwenden. Vorher war das nicht erlaubt. Das ist ein Problem für die Inquisitoren, weil die Kirche darf kein Blut vergießen. Das haben sie, ich weiß nicht, in welchem Konzil festgeschrieben. Ich glaube, dem Konzil von Lyon. Das bedeutet... Sie kann nur foltern, solange ich keine offene Wunde verursache. Nein, die dürfen auch nicht foltern. Das dürfen sie nicht. Also sie brauchen einen Mitarbeiter. Nee. Besser. Das ist unfassbar. Wo man so denkt, vielleicht... Könntet ihr einfach euch klar machen, dass das dumm ist? Nein, nein, nein. Also, wir haben jetzt das Problem, die sollen foltern, wenn sie meinen, das ist notwendig. Aber sie dürfen nicht foltern, weil sie dann als Kleriker automatisch de facto der Exkommunikation verfallen. Also es gibt ja in der Kirche, kann man exkommuniziert werden, wenn der Papst sagt, oder ich glaube sogar der Bischof, das, was du tust, ist nicht in Ordnung. Es gibt aber auch einfach Handlungen, die in dem Moment, wo ich sie tue, bin ich automatisch exkommuniziert. Ach so. Ja. Und das heißt dann eben Excommunicare de facto. Und das passiert, wenn Kleriker foltern. Werden die exkommuniziert. Und jetzt wird dann aber später erlassen, die Inquisitoren schreiben an die Kurie, ja, das ist hier irgendwie blöd. Wir sind immer exkommuniziert. Wir sollen ja arbeiten. Was sollen wir machen? Aber wie kommt denn der Papst dann da drauf? Der muss doch wissen, dass sie das nicht machen können. Ja, aber es ist ja notwendig, nicht wahr? Die bösen, bösen Heretiker lügen. Hey, verstehe ich nicht. Ja, auf jeden Fall, die Lösung, die sie finden, ist, sollte das passieren, die sind ja immer zu zweit da. Mhm. Einer geht mit in den Raum und beziehungsweise sie foltern eh nicht selber. Das ist irgendwer, der da angestellt ist, der das kann. Aber allein wenn sie anwesend sind bei einer Folter, sind sie exkommuniziert. Das heißt, einer von den beiden geht da rein, der andere bleibt draußen vor der Tür. Aha. Der eine Inquisitor verfällt der Exkommunikation, der andere draußen nicht. Jetzt kommt der exkommunizierte Inquisitor wieder raus. Der Nicht-Exkommunizierte darf ihn jetzt wieder exinkommunizieren. Das ist ihre Lösung. Super, sehr pragmatisch. Ne? Die dürfen das jetzt. Aber wieso darf denn ein Inquisitor jemanden wieder in den Schoß der Kirche zurückführen? Weil der Papst ihm das jetzt so Aber das erlaubt. ist ja eigentlich der Grundgedanke der Inquisition. Ja. Es geht ja nicht darum, wir ziehen jetzt los und töten möglichst viele Menschen genau, und foltern, das, sondern man möchte doch die verirrten Schafe wieder in den Schoß der Kirche zurückführen. Genau. Also es geht doch darum, dich zu bekehren. Genau. Also aber insofern darf ein Inquisitor natürlich auch jemanden, der außerhalb der Kirche steht, wieder Ja, aber wie gesagt, sie kriegen halt hier diese Sonderlizenz für das gegenseitige Inkommunizieren, was auch immer das Gegenteil von Exkommunizieren ist. Also ich fand das großartig, als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich so, Leute, ich euer Scheiß ernst, könnt das auch lassen. Okay, also das ist deren Kompromiss und ja, man weiß es halt eben auch nicht so richtig, wie oft die dann foltern und wie schlimm sie foltern. Meistens wird dann ja auch gesagt, dass es bei den meisten Menschen schon reicht, dass die Folterinstrumente hingelegt werden und erklärt wird, was man damit macht. Deswegen ist ja Androhung von Folter auch verboten. Ja, wir wissen auch mittlerweile, dass die meisten Folterinstrumente, die auch heute noch in so Foltermuseen gezeigt werden, dass das alles Erfindungen aus dem 19. Jahrhundert sind. Ja, oder das sind die Sachen, die man halt so rumgezeigt hat, vielleicht. Oder es wird ja auch immer so, die eiserne Jungfrau wird da immer so angeführt, die hat es im Mittelalter nicht gegeben, die haben sie sich im 19. Jahrhundert ausgedacht.
um zu zeigen, wie böse und schlimm das Mittelalter war. Wobei jetzt bei dir kam es schon so durch, du findest die Inquisitoren irgendwie auch scheiße. Und immer wenn ich irgendwie mal so zwischendurch was gelesen habe, Inquisition, geht es irgendwie schon eher darum, dass das im Vergleich eigentlich zu den Gerichtsverfahren vorher teilweise ein Fortschritt war. Nee, Modernisierung, deswegen, ja. Dass man jetzt tatsächlich so Kläger, jetzt nicht so modern wie Verteidiger und Kläger und der Richter oder so, aber dass der, dass die Suche nach der Wahrheit jetzt sozusagen im Zentrum steht. Da bin ich auch voll dabei. Ich bin halt einfach gegen Folter und Todesurteile. Ja, okay, das jetzt mal, aber das ist ja jetzt, mein Gott, also Spätmittelalter, frühe Neuzeit, würde man jetzt Folter erwarten. Genau, also das ist dass jetzt... Dass das zu den Möglichkeiten zählt. Genau, also deswegen, ich bin halt auch eigentlich, wenn wir es uns so angucken, auf der Seite der Inquisition, weil wenn man sich das anguckt, was sie halt vorher gemacht haben, ist es wirklich besser geworden. Aber grundsätzlich deren Lösungen, da stehe ich halt grundsätzlich gegen. Aber eben mit der Folter, es wird dann auch immer so erzählt, und dann dürfen sie foltern und ist halt die Frage, wie doll sie gefoltert haben. Ist es eigentlich auch so, dass im Grunde die meisten Leute, die da verurteilt werden von Inquisition, die müssen sich halt vorne hinstellen und abschwören, ja, so wie du das vorhin gesagt hast, die Leute, die sich selbst anzeigen oder so, die dann sagen, ja, ich habe da Scheiße gebaut, das ist alles falsch und ich sehe das ein und ich bete jetzt fünfmal das Vaterunser und dann gehen die wieder nach Hause. Genau, also da eben, wie gesagt, das ist dann so der nächste Schritt, also man verhört sie erst, dadurch sammelt man natürlich noch weitere Namen und Verfahren und dann kommt es eben zum Prozess und zur Urteilssprechung und da haben wir dann eben auch Zahlen von Bernard Guy, der tatsächlich immer so als der schlimmste und härteste Inquisitor angeführt wird. Die Strafen sind dann, dass man eben öffentlich das denunzieren muss. Man muss, wie es immer dann heißt, in den Schoß der Kirche zurückkehren. Und was ich immer noch schöner finde, ist, wie hieß es, Gremium Ecclesia non clausit. Also der Schoß der Kirche ist niemandem verschlossen. So pervers, dieses Thema. Und das heißt, Leute, ihr könnt immer, wenn ihr bereut, wenn ihr es einseht, ist gar kein Problem. Dann könnt ihr wieder zu uns zurückkehren. Ihr könnt, und es passiert euch auch nichts. Und es gibt dann eben diese Strafen, dass sie Ketzerkreuze tragen müssen. Das heißt also so ein, ja, wie genau das ausgesehen hat, weiß ich jetzt nicht. Es wird dann immer so von einem gelben Kreuz gesprochen. Das mussten sie dann für eine Weile öffentlich tragen. Also so eine typische Schandstrafe. Es gab Einkerkerung, also das wirklich Gefängnis für sie dastand. Verurteilte Heretiker wurden auch ihr Besitz entzogen. Damit wurde die Inquisition dann bezahlt. Das ist ja das, was in Frankreich so interessant war dann für die Franzosen aus dem Norden, eben den Besitz zu bekommen. Also das heißt ja nicht nur, oder das Entscheidende da war ja, das wurde nicht nur für den Schuldigen Delinquenten entzogen, sondern er durfte es auch nicht mehr vererben. Genau, die Erben haben keinen Anspruch mehr drauf. Und dann für die besonders Widerspenstigen steht dann die Hinrichtung auf dem Scheiterhaufen. Das sind dann meistens wirklich die Anführer, die dann verbrannt werden. Häufig sind das aber dann deren Knochen. Also man kann so feststellen, die verraten dann teilweise in ihre Anführer, wenn die tot sind. Und dann werden die exhumiert und dann werden die Knochen verbrannt. Und da hatte ich mal gelesen, dass das dann auch zu sehr viel Widerspruch innerhalb der Kirche geführt hat. Also dass man die Totenruhe gestört hat. Also dass das eigentlich die schon tot sind, die sind ja sozusagen schon Gott überantwortet und dem jüngsten Gericht. Ja. Und dass man die jetzt da rausbuddelt, das fanden jetzt auch nicht alle so toll. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Die auch ansonsten einverstanden waren mit den anderen Regelungen. Ja, also und dann gibt es eben auch noch die rückfällig geworden sind. Also die schon mal eben abgeschworen haben öffentlich, die dann vielleicht auch so eine Schandstrafe haben. Denen würde ich auch nichts mehr glauben. Und dann kommt man irgendwie 2 Jahre wieder und sie sind wieder Heretiker. Die werden dann auch verbrannt, weil dann gesagt wird, naja, also. Werden die eigentlich lebendig verbrannt oder bringt man die vorher um? Ich weiß es nicht. Also was halt in den Quellen auch nur drin steht, soweit ich das gesehen habe, ist, dass da steht dann drin, sie werden dem weltlichen Arm übergeben. Das ist eben dieser Punkt, dass ich, wie gesagt wurde, es wurde festgeschrieben, die Kirche darf kein Blut vergießen. Das bedeutet, die dürfen zum einen nicht selber foltern oder dabei sein, die dürfen aber eben auch keine Körperstrafen verhängen. Also auch die bischöflichen Gerichte dürfen keine Todesurteile aussprechen. Und da kommen wir dann eben dazu. Das ist eigentlich so ein ähnlicher Punkt wie bei unserem großen Hexenthema zum Beginn, dass die Inquisition eigentlich da groß ist, wo es ein weltliches Interesse, also ein weltlicher Herrscher Interesse daran hat, das zu nutzen für seine Zwecke. Eigentlich. Weil der muss eben die Manpower, wie man es heute sagt, zur Verfügung stellen, also die Henker,
Und das haben wir dann teilweise, eben Friedrich II. Lässt dann die Häresiestatuten, ich glaube in Melfi ist das, dass er sie eben in die Stadtverfassung reinschreiben lässt in Sizilien. Wir haben das später, dass der Papst da auch großen Wert drauf legt, dass die Stadtstaaten in Norditalien das in ihre Verfassung reinschreiben, also Pisa, Florenz, Jena, das machen die teilweise nicht, dann kriegen die böse Briefe, dass sie das tun sollen. Und das bedeutet eben, dass sie dann auch eben die Henker zur Verfügung stellen müssen, die Gerichte zur Verfügung stellen müssen, dass diese Menschen dann auch hingerichtet werden, weil die bischöflichen Gerichte dürfen das nicht. Also hier geht man dann eben auch so Hand in Hand. Und da, wo die Stadtherren oder die Adligen Interesse dran haben, wird es vielleicht auch stärker unterstützt als anderswo. Genau, also das heißt, da die Hinrichtung, wie gesagt, ich hatte schon von Bernhard Guy gesprochen, also es gibt dann so in seinen Protokollen, heißt es, dass er irgendwie so 900 Leute hat er verurteilt in einem Verfahren und 36 von denen sind verbrannt worden. Und das ist natürlich auch immer noch eine Zahl, aber dadurch, wenn man sich eben immer vor Augen führt, ja, die Inquisitoren, die verbrennen immer alle, die kommen, weil sie eben die armen Leute verbrennen wollen, also so häufig passiert es dann doch nicht, dass sie verbrannt werden. Also das sind dann wirklich nur die führenden Personen oder die schon mehrmals verurteilt wurden und einfach nicht aufhören. Und im Zweifel der Nachbar ein Interesse daran hat, das Erbe anzutreten. Ja, beziehungsweise das Erbe wird ja... Die weltliche Macht, fällt ja dann sozusagen... Eigentlich im Albigenser... dann entzogen. Ja, aber die gehen an die Inquisition. Mhm. Also das ist tatsächlich, also die wissen das selber, wenn sie, das haben sie ja auch beim Albigenser Kreuz gelernt. Also die Inquisition verdient damit. Die bezahlen sich selbst. Sind auch für den Papst unterwegs. Ja, aber das geben sie nicht dem Papst, sondern sie behalten das. Sie bezahlen damit ihr Essen, sie bezahlen ihre Unterkunft damit, sie bezahlen das Personal, also die Schreiber, die Leute, die ihre Wäsche waschen, die Pferde, mit denen sie kommen, vielleicht dürfen sie da Pferde benutzen. Also die Inquisition als Wirtschaftsfaktor ist bis heute ganz unterbelichtet. Das wird tatsächlich, beziehungsweise es wird immer wieder ihnen zum Vorwurf geworfen, von wegen, die Inquisitoren kommen nur, um selbst Geld zu machen. Also die behalten das, um damit ihre eigenen Kosten zu decken. Aber das heißt, wir sind jetzt auch in einer Zeit, wo das nicht mehr die 3-4 Leute sind, die der Papst losgeschickt hat, guck mal, was da los ist, sondern es ist schon sehr institutionalisiert. Es sind schon ein paar, die ersten, die Gregor der IX. Loslässt, das sind wirklich so 3-4 Namen, die dann erfallen, aber so jetzt so in der Mitte des 13. Jahrhunderts sind das schon einige. Und die sind dann auch immer für eine bestimmte Region zuständig. Also die Inquisitoren von Umbrien beispielsweise. Oder. Aber gibt es da schon so eine Zentralstelle in Rom? Nee. So wie das Offizium später? Wo das dann, also, nee, das geht alles die Kassenbücher geführt werden oder so? Also. Nee, also soweit, wie ich das gesehen habe, geht das alles direkt an den Papst. Also was man so feststellen kann in den Registern, kommen dann immer so Fragenkataloge. Das fand ich ganz lustig, weil man dadurch so ein bisschen in deren Arbeitsalltag so bekommt. Also das ist dann so ein ganz langer Brief. Und das steht dann drin, beziehungsweise was man eben, ich glaube, ich hatte das schon mal erklärt, dass in den päpstlichen Registern nur die Schreiben des Papstes überliefert sind. Aber diese Schreiben gehen quasi, ihr habt uns geschrieben, das. Und dann kommt die erste Frage, die sie gestellt haben, darauf antworten wir, ihr habt als nächstes gesagt, das. Und dann kommt die Frage, die gestellt wurde, wir antworten darauf, das. Also, sehr praktisch für Historiker. Ja, das ist wahnsinnig praktisch. Wenn mir jemand so antwortet, würde ich denken, du bist bescheuert. Ich weiß doch, was ich geschrieben habe. Ja, aber juristisch ist das, glaube ich, wichtig. Obwohl, bei so längeren E-Mails auf der Arbeit mache ich manchmal auch so zu der ersten Frage das, zu dem zweiten das. Aber es ist praktisch nachher für so Archivare oder für Forschende. Nee, du musst ja auch bedenken, diese Briefe sind auch eine Weile unterwegs. Du musst ja auch wissen, was der Brief vorher beinhaltete. Ja, und ich glaube, weil das aber auch teilweise eben juristische Regelungen sind. Also das ist ja Dekretalrecht. Das heißt, es gibt jetzt nicht so eine Gesetzessammlung wie bei uns heute, wo das Gesetz sagt das und das, sondern du hast eine rechtliche Frage, ich entscheide, dann gilt dieses Gesetz. Und das sind bei diesen Schreiben auch. Also wahrscheinlich sind das auch juristische Gründe. In diesem Fall, den ihr hier geschildert habt, gilt das, was ich euch jetzt sage. Und da merkt man dann eben einfach, welche Fragen da so im Alltag aufkommen. Und das regelt er dann wirklich. Und man sieht dann eben auch, dass dann diese Fragenkataloge quasi an andere Regionen weitergeleitet werden. So, also so nach dem Motto, das habe ich jetzt den Inquisitoren in Umbrien geschrieben. Das gilt aber auch für die in wo auch immer, in den Marken. Also schicken sie es da auch noch mal. Und die legen richtige Register auch an, ne, mit diesen Fragen. Also so. Das, was die jetzt gelesen hat, ist, dass es so große
Inquisitionsarchive gab, oder so, wo die dann so Befragung, das ist ja dann so ein ganzes Dorf, eine halbe Stadt, in der befragt wird, auch so standardisiert befragt wird. Ja. Und dass die Antworten dann auch festgehalten werden. Ne? Und das ist ja natürlich, hat sozusagen nichts zu mit dem zu tun mehr, was man vorher so als Gottesurteil und so weiter beschrieben hat, wie, was weiß ich, wir werfen dich mit dem Stein am Fuß ins Wasser, gehst du unter, warst du unschuldig, bist tot, kommst du raus, bist mit dem Teufel im Bund, töten wir dich. Ja. Sondern jetzt gibt es halt wirkliche Regeln für ein Verfahren, das da einzuhalten ist. Beziehungsweise, also an diesen Gottesurteilen hatte die Kirche immer schon Probleme, weil sie gemeint haben, man darf den Willen Gottes nicht zwingen. Mhm. Also man darf jetzt nicht Gott einfach mit so einem Quatsch belästigen, der hat Wichtigeres zu tun. Aber es gibt das eben schon. Also auch dann eben die Hand ins Feuer legen. Mhm. Man muss dann für eine gewisse Weile die Hand in den Flammen halten. Wenn die Hand verbrannt ist, hast du gelogen. Aber das ist vorbei. Das ist vorbei, genau. Das sind diese Gottesurteile. Oder dass ich das, dass es da reicht, irgendwelche so ein Ei zu leisten und dann gehe ich wieder nach Hause. Ja, mit 10 Leuten, die das für dich mitbeschwören. Ja. Und komme oder ich dann mit meiner Family und dann bin ich wieder frei, egal was ich gemacht habe, weil die haben ja geschworen. Ja. Naja, also wenn man natürlich sich gleichzeitig denkt, die glauben wirklich dran, dass eine Konsequenz auf dich wartet nach dem Tod, kann man, hat man so einen gewissen Regulierungsmodus mit drin. Also heutzutage sind ja Eide für die meisten von uns, glaube ich, nicht mehr so einschneidend, weil die meisten vielleicht nicht dran glauben, dass da ein jüngstes Gericht kommt und sagt, du kommst jetzt in die Hölle, weil du hast einen Meineid geleistet, sondern man denkt sich, ah ja, das, dann warten 10 Jahre Gefängnis auf mich. Aber ich glaube, damals war es schon so ein Regulationsthema da, dass die nicht einfach so leichtfertig schwören. Teilweise, wir haben aber auch irgendwelche Königinnen, die dann, weiß nicht, so Ringe aus kochendem Wasser fischen müssen und wenn sie es schaffen, sind sie unschuldig und haben keinen Ehebruch begonnen und wenn sie es nicht schaffen, dann sind sie. Also sowas gibt es jetzt bei der Inquisition nicht mehr, sondern jetzt gibt es quasi eine Justiz. Genau, also das ist eben dieses Große, auch schon im 10. Jahrhundert stehen die Kleriker da vor Ort und sagen, Mütte, hört mit dem Kram auf. Deswegen gibt es ja auch diese Bischofsgerichte. Aber das reicht scheinbar nicht. Und jetzt werden eben diese Inquisitoren eben vor allem natürlich auch, um die Häresie zu bekämpfen, eben dahin gebracht. Und das ist schon eine Weiterentwicklung und ein sehr moderner Gedanke, anstatt sie da irgendwie sich gegenseitig totprügeln zu lassen. Und was ich bei diesen Archivsachen auch noch spannend fand, erinnerte mich daran, dass bei uns damals im Studium seinerzeit der Kulturwissenschaften gab es so ein Buch, das ständig erwähnt wurde, das ich bis heute nie gelesen habe, von Carlo Ginzburg, Der Käse und die Würmer. Das glaube ich. Und das ist aus so einem, also der stellt so dar, der weiß natürlich, dass der Inquisitor ein Handelnder ist, aber dass der Inquisitor auch Anthropologe ist. Weil er sozusagen natürlich dadurch, dass er da so diese Befragungen durchführt, dass alles protokolliert wird, was die, kriegt man so einen Einblick in die Welt eines Müllers irgendwie vor 500 Jahren, was der sich wie der sich die Welt vorgestellt hat mit dem Käse und den Würmern. Nee, das ist tatsächlich auch diese, das sind eben diese Protokolle, die geführt werden, die sind teilweise auch ediert, die sind aber, glaube ich, teilweise eben nicht übersetzt. Also das ist dann so ein bisschen schade, dass man die nicht so, weil das ist wirklich spannend, die auszuwerten. Das war auch immer ganz, ganz amüsant, so ein bisschen Inquisition in der Schweiz. Die Schweiz hat da auch immer, weil die da irgendwie so ein bisschen abgeschottet sind von allem anderen, entwickeln sich da gerne mal so Ideen. Am Genfer. Und es ist dann auch so amüsant, weil dann die Inquisitoren irgendwie gerufen werden. Aber das ist bei den Schweizern und da vor Ort gar nicht mal das Problem, dass die jetzt wirklich Heretiker sind, dass die da den Katharan anhängen oder so, sondern die haben da einfach vor Ort ihre eigenen Ideen aufgewechselt und dann fragen die Inquisitoren eben nach diesem Schema, das haben wir auch bei Bernagy beschrieben, frag sie das, frag sie das, frag sie das. Und dann erlegt er auch da, das ist ganz großartig, so wie die Waldenser dann antworten oder wie die Katharan, ich glaube, es sind nur die Waldenser, wo er das schreibt, so, weil das ist auch ganz spannend, weil die natürlich wissen, was die Inquisitoren fragen, weil das ist ja reguliert. Also haben sie sich vor Fragen vorbereitet. Mit so einem Verteidiger, wo man schon mal, wir üben jetzt schon mal den Prozess, die das verhört. Und Bernagy schreibt dann eben auf, die Heretiker erkennst du daran, dass sie dann so antworten, weil das lernen die untereinander, das bringen die sich gegenseitig bei. Ja. Und das ist dann irgendwie auch so eine schöne Frage, ja, woran glaubst du denn? Und der Heretiker antwortet, ich glaube daran, was der Herr Inquisitor glaubt. Und es geht so weiter. Und dann so, ja, und dann, also, und die müssen dann das Glaubensbekenntnis aufsagen, weil man weiß, die Waldenser und auch die Katharer haben eh ein anderes Glaubensbekenntnis und die Waldenser sagen das nur untereinander auf. Und nicht mit Außenstehenden. Und das ist dann eben so, oder dann, was sagen sie im Glaubensbekenntnis? Weil sie das dann manchmal was weglassen, weil es ihnen nicht passt. Also das ist auch wieder ganz spitzfindig. Und ich finde es einfach auch so spannend, wie die sich dann auch gegenseitig versuchen,
ja, irgendwie auszutricksen und sie dann irgendwie da hinzukriegen. Also es ist nicht eben nicht nur brutale Folter, sondern das sind dann auch eben so juristische Spitzfindigkeiten, die sie dann gegenseitig probieren. Ja, und zurück zu diesem, weiß ich nicht, zu diesem Schweizer Dorf. Man hat dann einfach festgestellt, die können das alle nicht. Die können das Glaubensbekenntnis nicht aufsagen. Die können das Vaterunser nicht. Nicht, weil sie... Sie würden ja gerne. Sie würden gerne, aber sie können es nicht. Und dann schreiben die Inquisitoren auch so, ja, das sind hier keine Heretiker, wir müssen da einfach mal Bildung hinschicken. Die sind hier irgendwie, müssen da irgendwie mal... Und das ist dann natürlich auch wieder in diesem Zuge, man muss einfach den Leuten das auch beibringen. Das ist ja auch tatsächlich so eine... Ja, ein Reformwunsch auch seitens der Wanderprediger, dass man einfach das Wort wirklich an die Leute heranbringt und sie dadurch auch den Glauben bei den Leuten festigt. Und es ist ja dieses Bedürfnis scheinbar auch da, sonst würden die Leute ja nicht zu den Katharern rennen und zu den Waldensern rennen. Sie möchten ja lernen und sie möchten glauben. Das Problem ist halt, dass sie sich dann für die falschen Leute aus kirchlicher Sicht entscheiden. Und das ist eben, also wie gesagt, es ist super spannend, diese Protokolle zu lesen, aber es ist halt meistens die Sprachbarriere, die da. Aber es gibt nicht so eine Best-of-Edition auf Deutsch, nicht, dass ich wüsste, also Inquisition im Originalton nachlesen könnte. Das müsste man vielleicht mal nachgucken, ich wüsste es jetzt nicht. Aber genau, also das ist halt eben auch das Bernagy, dieses Inquisitionsbuch ist eben da auch ganz, ganz spannend, weil das diese Gespräche dann auch so ein bisschen so Praktiken, dann frag das, dann tu dies. Aber lass uns doch mal weg von Frankreich. Wir waren so lange in Frankreich und eigentlich war doch der Anlass, dass ich hier die Kerze entzündet habe in der letzten Folge, dass ich meinen letzten Urlaub in Spanien verbracht habe und überall wurden mir die Folterinstrumente angeboten. Ja gut, das die Original, wieso verbinden, warum ist in Spanien die Inquisition überall? Also das mit den Folterinstrumenten ist nicht nur Spanien. Ich war letztens im Harz, da haben sie uns auch noch von den Folterinstrumenten erzählt. Aber die waren nur zur Illustration der mittelalterlichen Burg gedacht, oder genau, gab es da Inquisitoren? Ja. Nee, aber auch in Südtirol. Also in Spanien sind es dieselben Folterinstrumente, die man hier sozusagen auf jeder halbwegs erhaltenen Burg gezeigt bekommt, sind da spezifisch inquisitorisch. Ja, aber auch in Südtirol haben sie uns die Folterbänke gezeigt. Das ist, glaube ich, einfach auch so ein Gimmick von solchen Schlössern. Dass die Leute halt auch foltern sehen wollen. Im Harz war es ganz interessant, das haben sie uns dann auch vor Ort erklärt, dass das daran lag, dass in der DDR der Feudalismus natürlich etwas anders dargestellt wurde als heute. Und da durfte eine Folterkammer natürlich nicht fehlen, auch wenn diese Kammer eigentlich im Mittelalter als Kohlenkeller gedient hat. Das ist jetzt die Folterkammer. Also von daher bin ich mir nicht so sicher, ob da diese Folterinstrumente in Spanien... Ich war jetzt nicht bereit, Geld dafür auszugeben. Ich konnte auch nicht feststellen, dass da besonders viele Besucher interessiert waren. Also man sah nur überall diese Reklame für diese Foltermuseen. Aber Inquisition war natürlich schon ein Thema. Ist ein großes Thema. Also egal, ob ich da im Reiseführer geguckt habe, in den entsprechenden Texten, die vor Ort an den Sehenswürdigkeiten angebracht waren, die Inquisitoren und bestimmte Bischöfe und Berater ihrer Majestäten kamen da öfter drin vor. Was hat die da so stark gemacht? Im Vergleich zu Toulouse, da hat es ja nicht so gut funktioniert. Ja, wobei, ich glaube, auch wenn du nach Toulouse gehst, also da beziehungsweise da erzählen sie dir mittlerweile das Gegenteil. Also da gibt es auch viele Führungen in den Katharerburgen und da werden die Katharer dann als die Freiheitskämpfer gegen die Unterdrückung, wo man auch denkt, ja, also das waren auch schon Extremisten, die auch vom Mord nicht zurückgeschreckt sind, aber okay, wenn es euch hilft. Also man hat da tatsächlich so in Südfrankreich von gewissen Seiten, nicht von allen. Muss man natürlich immer vorsichtig sein, dass man da nicht alle immer... Sie haben etwas Identitätsstiftendes. Genau, sie haben was sehr Identitätsstiftendes für gewisse Gruppen in Südfrankreich. Aber ich weiß nicht, ob die spanische Inquisition, für wen die jetzt in Spanien noch Identitätsstiftung. Ich glaube, für die Touristen. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, das ist ja, aber warum kenne ich, aber warum kennen die Touristen? Warum erwarte ich in Spanien, dass ich etwas zur Inquisition sehe? Was haben die da gemacht? Also erstens hat es natürlich die spanische Inquisition gegeben. Zum anderen gibt es natürlich aber auch eine große Rezeption der Inquisition in späteren Zeiten. Da würde ich, glaube ich, nachher gerne nochmal drauf zurückkommen. Ja, bitte. Du darfst jetzt die spanische Inquisition haben. Also zur spanischen Inquisition. Das muss man eben klar machen. Die ist deutlich später als das, was wir jetzt besprochen haben. Also wir haben jetzt vor allem eben im 13. Jahrhundert die Katharer und auch die Waldenser, wobei eben die Katharer viel, viel prominenter immer gemacht werden. Wir haben eben den Albigenserkreuzzug, wir haben auch später noch die Kriegszüge gegen die Katharer. In den 1250ern fällt eben deren letzte Hochburg in Südfrankreich, Montségur.
Die sind aber weiter auch noch in Italien. Also da liest man dann so, in der Mitte des 14. Jahrhunderts wird so der letzte Katerer in Florenz verbrannt. So, ob das hatten wir schon. Genau, ob das jetzt wirklich der letzte war. Ja, okay, ja? Geschenkt. So, geschenkt. Aber damit sind die eigentlich vorbei. Gut. Und jetzt die spanische Inquisition beginnt so um 1480. Also wir sind jetzt schon so 150 Jahre später. Ja. Und müssen wir natürlich uns auch klar machen, dass die spanische Inquisition Hand in Hand mit der spanischen Geschichte geht. Klar. Das ist völlig losgelöst. Das ist einfach so vom Himmel gefallen. Und Spanien ist ein relativ junges Land in Europa. Wie meinst du das? Mindest verglichen mit... Sind die auch vom Himmel gefallen? Auch vom Himmel gefallen. Mindest im Vergleich zu Frankreich oder England, die eben schon seit dem 10. Jahrhundert. Mit jung meinst du sozusagen die Wertung als ein... Ja, als ein... Staatlich, ja. Also als Herrschaftsgebiet. Genau, als ein zusammenhängendes Herrschaftsgebiet, ja, meine ich das jetzt. Weil da eine Zeit lang ein großer Teil, ein kleiner werdender Teil, ja, muslimisch regiert war. Genau, also wir hatten ja schon gesprochen von eben der arabischen Expansion, die dann Teil eben Nordafrika für sich erobern und dann eben auch mit nach Spanien hochgehen. Sie versuchen, auch Sizilien wird erobert im 9. Jahrhundert und sie versuchen eben auch Italien zu erobern. Das gelingt nicht, unter anderem auch wegen Karl dem Großen, der dort sehr viele Truppen hinschickt. Das ist ja hier sein Großvater, ne? Wie heißt er? Karl Martell. Oder etwas Karl Martell. Also es sind auf jeden Fall die, ja, genau, also die Karolinger. Ich glaube, Karl auch hat, glaube ich, auch noch mal, aber sie ist diese Familie da. Und Spanien wird da eben auch mit Roncesvalles. Sie sagt das immer so ein bisschen... Weil ich es nicht aussprechen kann. Sie ist ja traumatisiert. Betone es einfach noch dreimal. Sie ist traumatisiert aus ihrer Universitätszeit. Lass mich doch einfach schnell aussprechen. Ein böser spanischer Student sie ausgelacht hat für ihre Aussprache. Und jetzt versucht sie es immer wegzunuscheln. Lass es doch einfach passieren. Betone es nicht noch. Okay. Du musst reingehen in das Trauma. Das musst du sich auflösen. Sag doch den Namen bitte nochmal. Roncesvalles. Wunderbar. Ich habe keine Ahnung, ob es richtig ausgesprochen ist. Also, wir nehmen das einfach so hin. Und auf jeden Fall wird es dann in dem Sinne, diese Expansion beendet. Man hat dann noch im Norden mit Navarra, León und Kastilien und Aragon hat man noch diese kleinen Gebiete in Nordspanien, aber eben der Großteil, drei Viertel, sind eben muslimisch beherrscht. Und das möchten... Ich glaube, die große Ausdehnung war gar nicht so lange. Ne? Das ist dann schon, dass die dann... Also, genau, also solange die sich nicht anfangen, untereinander zu verzanken, die verschiedenen Herrschaften. Mhm. Genau, also das und ist dann eben irgendwann auch, ist es reduziert auf sagen, Granada. Ja, also es ist eben natürlich nicht... Über Nacht haben sie ganz Spanien und über Nacht verlieren sie es ganz. Das sind natürlich Entwicklungen, die eben über 600 Jahre. Ich glaube, das sind auch wieder so Geschichten mit, haben jemanden zur Hilfe gerufen, der dann, ne? Ja, wir das vorhin schon mal hatten. Ja, ja. Und León und Navarra, die mögen sich teilweise auch nicht untereinander und dann führen die auch wieder Krieg miteinander. Also es ist jetzt nicht die guten Christen vereint und die Muslime. Ja, irgendwann haben sie es geschafft und dann werden sie halt gefährlich. Genau, und irgendwann haben sie es dann geschafft unter den, ich glaube, wir haben sie schon eingeführt, die katholischen Könige. So haben wir sie noch nicht genannt. Isabella und Ferdinand. Die begehen nämlich eine sehr profitable Ehe. Mhm. Isabella ist nämlich Herrscherin von Kastilien und Ferdinand ist Herrscher von Aragon. Und die Reconquista, wie es genannt wird, die Rückeroberung, wo man auch da sagen könnte, naja, ihr habt diese Gebiete auch nie besessen. Ja. Ja gut, es geht ja um die christliche Rückeroberung, ja, aber halt die Goten. Ne? Ja, aber die Goten waren in dem Sinne auch keine Kirchen gehabt. Ja, aber die waren Arianer. Da sind wir wieder bei der ersten Folge. Also gut, ihr hört das nochmal nach in der letzten Folge. Und das ist eben der Punkt, also Kastilien Aragon hat es auch nie gehört, aber man sagt, wir erobern es zurück für das Christentum. Funktioniert halt immer, ne? Immer kann man einfach erklären. Und 1492 fällt dann Granada und das ist das letzte muslimische Herrschaftsgebiet in Spanien gewesen. Und sie haben das jetzt für sich erobert, das heißt Isabella und Ferdinand herrschen jetzt quasi über ganz Spanien. Also mit den beginnt Spanien sozusagen zu existieren. Genau, also das, was wir heute auch als Spanien kennen. Also unter ihrer Tochter Juana wird es dann vereint. Ist dann Spanien. Und die beiden sind
Nicht meine Lieblinge. Warum? Was haben sie dir getan? Mir persönlich haben sie nichts getan, aber sie haben vielen anderen Menschen was getan. Denn wir haben ja... Die Menschen in Amerika. Ja, denen haben sie auch was getan. Sie haben vielen Menschen was getan. Also das Problem für Isabella und Ferdinand ist, dass ja dieses muslimische Herrschaftsgebiet deutlich ja toleranter war als das, was jetzt kommt, als das, was sie akzeptieren. Denn es war eben im muslimisch beherrschten Spanien durchaus möglich für Juden dort zu leben und zwar nicht in der Verfolgung zu leben, wie sie das in Mitteleuropa erleben, mit regelmäßigen Verfolgungen auch. Und es war auch Christen möglich, dort zu leben. Man musste eben eine Kopfsteuer zahlen. Genau, ja. Die war teilweise wahrscheinlich auch unangenehm zu zahlen, aber ansonsten gab es eigentlich keine Verfolgungen in dem Sinn, wie man das eben im christlichen Europa kennt. Und jetzt haben halt das bedeutet... Sie halt taufen lassen und genau, dann sind jetzt, sie auch... Ja, wieder. Also jetzt bedeutet, das bedeutet eben, dass diese Gebiete, die jetzt Isabella und Ferdinand erobert haben, dass dort recht viele Ungläubige leben. Also Muslime und auch Juden. Und das wollen sie nicht. Sie sind ja die katholischen Könige. Dieser Titel wurde ihnen verliehen von dem doch besten und wie ist das Wort? Jetzt ist es mir entfallen. Ein sehr bekannter Papst. Ja, Der hat zwei Fernsehserien weil er einfach und aus einer spanischen Familie ein so gläubiger und unanfechtbarer Vertreter seines Glaubens war, nämlich Alexander der VI., ja. Der Borgia-Papst, der ja auch durchaus ein bisschen Schindluder an der Kurie getrieben hat und dem auch viele Geschichten nachgegangen sind. Sind wir da nicht auch wieder Gerüchten aufgesessen? Ja. Das klären wir in einer anderen Folge mal. Ja, okay. Also teils sind da auch viele Gerüchte um ihn gewachsen, aber... Er hat so die Ideale der päpstlichen Kurie nicht unbedingt hochgehalten. Die anderen aber auch nicht. Ja, in der Zeit geht es tatsächlich los, aber er ist dann der über Rechtgläubigkeit entscheidet. Es ist kein Gregor der VII. Aber dass er dann jetzt eben auch noch das darüber entscheiden kann, dass diese zwei Könige, also die Katholiken... Ich meine, zumindest seine Familie war aus Spanien, was ihm ja oft vorgehalten wurde in Rom. Ja. Und da hat er sich dann eben tatsächlich auch mal... erkenntlich gezeigt. Er hat sich viele Maßen dafür erkenntlich gezeigt. Tatsächlich eben der einzige spanische Papst, der eben auch sehr eng mit dem spanischen Königshaus verbunden war und dadurch eben diesen beiden auch diesen Titel begibt. Die beiden haben eben keine Lust darauf, in dem Sinn Ungläubige in ihrem Reich zu akzeptieren. Das bedeutet, wo habe ich es mir aufgeschrieben? Jetzt habe ich es wieder. Da. Genau, im gleichen Jahr, wo Granada erobert wird, haben wir 1492 die Ausweisung der Juden aus Spanien. Und das bedeutet wirklich... Und dass der Christoph Kolumbus losgefahren ist. Genau. Ich glaube, er war sogar in Granada noch dabei und hat da noch das Go gekriegt. Ja, weil das kann man dann auch nochmal hinterfragen mit Kolumbus. Da gibt es dann auch Vermutungen, denn den Juden ist das sehr, sehr kurzfristig mitgeteilt worden, dass sie zu gehen haben. Und sie dürfen auch nur eine gewisse Menge ihres Vermögens mitnehmen. Ach was. Ja, der Großteil bleibt da. Und an wen geht es? An das Königshaus. Und damit wird die Expedition von Kolumbus finanziert. Mhm. Zumindest sind das Vermutungen. Ja gut, wenn das Königshaus finanziert ist, den Mitteln, die halt da sind. Ja, aus den Mitteln, die da sind und welche Mittel sind halt da. So. Es wird ihnen natürlich noch die Möglichkeit gegeben, okay, ihr geht entweder oder ihr lasst euch taufen. Mhm. Und das machen tatsächlich auch viele, weil wo will man hingehen? Gerade als Jude im 15. Jahrhundert ist es auch in den anderen Ländern nicht unbedingt schön für einen. Es gibt einige, die dann in die muslimisch regierten Gebiete... Ich wollte gerade sagen, man muss eigentlich bei Gibraltar übersetzen. Nach Nordafrika gehen. Die gleiche Verhältnisse wie vorher. Ja, aber das scheint irgendwie für sie trotzdem nicht so einfach zu sein, weil du kommst da halt auch fremd hin, du hast jetzt nur ein gewisses Vermögen. Und viele kommen zurück, das kann man eben feststellen. Viele kommen zurück, also es scheint dann auch da in Nordafrika nicht so einfach für sie gewesen zu sein. Und sie lassen sich taufen. Und jetzt kommt die Idee auf... Die haben sich einfach nur taufen lassen, um in Ruhe gelassen zu werden. Aber die sind gar nicht wirklich gerne freiwillig Christen. Na sowas. Und denkt sich so, ja, was glaubt ihr denn? Das ist denn eure Idee gewesen? Und damit beginnt die Inquisition in Spanien. Das ist nämlich tatsächlich nicht gegen irgendwelche heretischen Gruppen in dem Sinne, die eben andere Glaubensströmungen oder Auffassungen von Christus vertreten, sondern es geht um die Conversos, das sind eben die getauften Juden,
denen eben unterstellt wird, sie hätten sich zwar taufen lassen, aber heimlich wären sie immer noch Juden und das will man halt nicht. Und da setzt jetzt eben die spanische Inquisition an mit den gleichen Mitteln. Die Inquisition ist auch schon vorher begründet worden. In den 1480ern durfte sie, also hat sie begonnen, ihre Arbeit aufzunehmen, aber verfolgt jetzt eben ganz klar die Conversos. Man hat das Gleiche dann knapp 10 Jahre später, 1502, auch mit den Muslimen gemacht, die auch noch dort gelebt haben. Und auch ihnen wird gesagt, entweder ihr geht oder ihr lasst euch taufen. Mhm. Die sich haben taufen lassen, sind dann die Moriscos. Und da passiert dann dasselbe, allerdings interessanterweise nicht in dem starken Ausmaß, wie sie gegen die Conversos vorgehen. Also da scheint eben auch wirklich nochmal ein ganz starker Antijudaismus in der Gesellschaft vorzuliegen, weil sie die Muslime auch da werden eben, aber die Zahlen sind nicht vergleichbar. Und also genau, 1488 wurde schon eben die Suprema gegründet, die eben die Inquisition voranstreitet. Und der große Unterschied zwischen der spanischen Inquisition und der Inquisition, die wir vorher besprochen haben, liegt in ihrem Namen, nämlich in der spanischen Inquisition. Das bedeutet, die untersteht nicht mehr dem Papst, sondern den spanischen Königen. Also die sind jetzt die Inquisitoren berufen, die sind die das organisieren, die sind die es finanzieren und die sind es wahrscheinlich auch, an die das Geld geht, von den Leuten, die wegen Heresie verurteilt werden. Und dadurch ist auch die spanische Inquisition, also diese Suprema, deutlich stärker organisiert. Also wenn man das googelt, beispielsweise Inquisition, dann findet man sehr, sehr schnell immer so ein Schema, das dargestellt ist. So, da haben wir den Großinquisitor und dann haben wir da und die Juristen und das und das. Das ist alles die spanische Inquisition, weil die viel stärker ganz schnell zu einer Institution wird mit Leuten, die da arbeiten. Ein Gleis, wo ist der Chef? Genau. Wer ist da drunter? Da gibt es dann auch diese, dass dann da die, wie heißt der, Generalinquisitoren oder so, die noch höher stehen über den anderen. Die dann so. Genau, und das haben wir eben in Spanien. In Portugal übernimmt man das. Dann haben wir eben die portugiesische Inquisition, die machen das genauso, aber die sind halt nicht so bekannt. Aber da hat der Papst wirklich keinen Einfluss drauf. Und das merkt man eben auch, der Papst ist ein Innozenz, aber ich weiß jetzt nicht welcher, ich glaube der 7. Und wir merken, auch das Papsttum ist jetzt im 15. Jahrhundert und auch dann im 16. Jahrhundert nicht mehr so mächtig, wie sie es im 13. Jahrhundert waren. Es interessiert im Grunde keinen mehr, was der Papst da sagt. Der dann auch schreibt, so Leute, könnt ihr das mal lassen? Ihr könnt jetzt nicht hier einfach getaufte Christen irgendwie, was stimmt nicht mit euch? Und die Spanier sagen, nö, wir machen das aber weiter. Und der Papst muss dann sagen, na okay, dann ist das halt so. Also es gibt dann eben diese spanische Inquisition und die da eben auch sehr brutal vorgeht. Der größte Name, der dann immer fällt, der erste Generalinquisitor, ist eben Torquemada. Mhm. Das ist auch der, ja, auf den das so... Das ist der Kardinal da, der mit Isabella unterwegs war. Also es wird auch immer gesagt, er hätte eben die Idee gehabt. Er ist auch der Beichtvater von Isabella und von Ferdinand. Also er wird da auch sehr, also er war den beiden sehr nah. Und hat ihnen vielleicht auch diesen Floh ins Ohr gesetzt oder vielleicht waren sie auch selber schon vorher davon überzeugt. Also die arbeiten sehr, sehr eng miteinander und Torquemada ist eben der das dann ins Leben ruft, aber er ist eben nicht der Einzige und er wird dann später auch ersetzt und es geht halt trotzdem weiter. Also diese Maschine läuft dann an und aber wie gesagt, sie richtet sich eben gegen getaufte Juden, nicht mehr gegen irgendwelche Heretiker, die andere Ideen haben. Jetzt habe ich glatt vergessen, wie der Heilige heißt, dessen Darstellung ich da in allen Kathedralen vorgefunden habe. Meistens schön, also als Relief, als Reiter oder auch ganz als Statue, Teil eines Altares dann, der mit der Lanze voranreitet, während des Fuß... Na, ist kein Drache, aber in der ähnlichen Stil ist er natürlich kein Drache, sondern ein Moslem, wo der Fuß seines Pferdes darauf tritt. Das ist dann vergaßwert, das ist so ein Nationalheiliger dann in Spanien für die aus dieser Zeit. Der Reconquista und des Kampfes gegen die doch womöglich immer noch Ungläubigen. Genau, also das ist so der große Unterschied. Vermieden, dort eine Kerze anzuzünden. Ja. Und das ist ein bisschen zu krass. Ja, es kann vielleicht auch daran liegen, dass es in Spanien überall so ist, weil das eben auch so ein bisschen ihr nationales Erbe ist und so ein bisschen auch Gründung, nationale Identitätsbildung in der Zeit. Baulich ein tolles Erbe. Also die Kathedrale von Toledo ist mit Abstand die eindrucksvollste Kirche, die ich je jenseits von Rom besucht habe. Sie haben schon wirklich ein Stendhal-Syndrom erlitten, fast in Tränen ausgebrochen. So Schönheit der Kunst. Ja, also der Gesamt- Aber die hatten ja auch Geld. Ja, die hatten sehr viel Geld.
Und die haben insgesamt sehr große Kunstwerke hervorgebracht. Also von daher, das schließt sich nicht gegenseitig aus. Nee, ich meine, das musst du die Basis erstmal schaffen, dass ich mir die Kunst da erlauben kann. Ja. Und also wir haben eben die spanische Inquisition und davon eben unabhängig entwickelt sich dann eben die römische Inquisition. Und die römische Inquisition ist eigentlich das, was die Inquisition war vorher schon. Aber weil es jetzt eben nach den Orten benannt wird, nennt sie sich jetzt eben römische Inquisition. Und da passiert nochmal so eine Entwicklung im Zuge der Reformation, weil die sich dort auch nochmal formiert, wahrscheinlich auch lernt von der spanischen Inquisition in der Organisation. Denn 1542, also im Zuge auch des Tridentinischen Konzils. Das ist das Versuch, Reformkonzil nach Luther. Begonnen wird, wo man eben, weil man war ja der Meinung, Luther hat ja recht in gewissen Punkten, aber in manchen halt nicht. Ja, Luther hat eigentlich, ist wie Franz von Assisi, ne? Der ist auch so knapp dran vorbeigeschraubt, ist aber den falschen Papst getroffen. Ja, und war selber halt auch so ein halsstarriger Typ. Ja. Ne? Also einfach mal zu sagen, Leute, an den und den Punkten hapert es gerade bei euch. Naja, und sich dann zu einigen mit denen, dann wäre der einfach wieder so ein neuer Ordensgründer geworden, wahrscheinlich auch ein Heiliger. Ja. Beziehungsweise das haben sie ja versucht, also Leo hat ja zurückgeschrieben zu diesen, wie viele, 98? 95. 95, genau, 95 Thesen. Hat er dann geschrieben, ja, also ich weiß gar nicht mehr die genaue Zahl, es war irgendwie so, bei 60 hast du recht, aber der Rest ist Quatsch. Und das ist jetzt aber eine schlechte Quote. Also ich sage jetzt mal so, ich weiß jetzt nicht, ob das genau das Verhältnis ist. Und Luther meinte, nö, ich habe aber in allem Quatsch. Und das ist halt wieder... Ich habe in allem Quatsch? Nein, ich habe in allem recht. Nichts ist Quatsch. Nichts ist Quatsch. Und da sind wir genau wieder bei diesem Punkt mit der Häresie. Also es ist nicht das Problem, dass er sagt, das hier ist falsch und die Kurie sagt, nö, das ist nicht falsch, sondern dass er es nicht einsieht, diese Haltstarrigkeit wieder. Und deswegen ist er auch wieder in der Häresie drin. Deswegen greifen die jetzt auch wieder. Und wir haben jetzt eben diese römische Inquisition, die sich dann eben neu formiert und sich auch einen neuen Namen gibt, also beziehungsweise jetzt überhaupt erstmal einen Namen bekommt. Vorher hatte die keinen Namen. Und jetzt ist es die Sacra Congregatio Romana et Universalis Inquisitionis, also das, die heilige Kongregation, beziehungsweise die heilige römische und allgemeine Kongregation der Inquisition. Also jetzt haben sie diesen Namen. Jetzt sind sie auch wirklich eine Institution. Das, was wir heute auch noch in Rom besuchen können. Und sie sind auch ein Amt, also ein Offizium. Genau, das, aber das wird eben jetzt erst eingerichtet. Also das ist, wenn wir eben vom Mittelalter sprechen, ist es das noch nicht. Deswegen habe ich eben gesagt, also wir haben Inquisitoren. Also jetzt gibt es quasi ein Büro, wo ich hinschreiben kann. Jetzt haben wir die Inquisition. Und die haben auch ein sehr schönes Büro. Ich war da mal drin in deren Bibliothek. Das ist sehr schick da. Und das Interessante ist, zumindest ich fand das sehr interessant, dass deren Job jetzt ist, nicht mehr Heretiker zu befragen und Leute zu verbrennen oder den Ketzerkreuze anzunähen, sondern die lesen jetzt Bücher und zensieren die. Ja, das ist ja gut. Also machst du aber schon einen sehr weiten Sprung in die Moderne. Ich wollte noch kurz in Spanien bleiben und nochmal erinnern an hier die Hochzeit. Von Karl II. Und mein absolutes Lieblingswort, ich weiß nicht warum, Auto da Fe. Ja. Ich habe aber gelesen und schon wieder vergessen, dass es zwei Versionen gab. Das Auto da Fe ist sozusagen das Öffentliche, wo dieses ganze Curam Publico. Und dann gab es noch ein anderes so und so da Fe. Das ist sozusagen das Innerliche. Also das reicht sozusagen, wenn ich vor dem Inquisitor im Büro quasi widerrufe, Buße tue, nach Hause gehe, das hat noch so einen anderen Namen. Das Auto da Fe ist sozusagen einfach eine Riesenparty. Ja, wobei das Auto da Fe ist ja im Grunde schon die Hinrichtung von denen, die nicht... Ja, aber es ist eben nicht nur eine Hinrichtung, habe ich gelernt. Nein, beziehungsweise also die Verurteilung von denen, die es nicht einsehen. Genau, und das, was du gerade beschrieben hast, sind ja die, die es einsehen. Die kommen dann halt nicht zu dem Happening, weil die sind ja freigesprochen, die dürfen ja dann gehen. Wobei vielleicht ein paar von denen auch aufgespart werden für das, weil die hatten nachher, je länger das dauerte in Spanien, immer weniger Ketzer zur Verfügung. Also auch die Einsichtigen. Conversos. Ja, aber es gibt ja auch noch andere. Also sicher haben die noch ein paar mehr. Irgendwer, der mal das Glaubensbekenntnis falsch aufgesagt hat. Mein Gott, der wird dann mit eingeladen, kriegt so eine spitze Mütze auf und so ein Kreuz auf der Schulter. Und dann kommt er halt an die Spitze dieser ganzen Verurteilten. Und dann müssen die einfach auch öffentlich nochmal Buße tun und gehen dann wieder nach Hause. Aber das Geile fand ich, das, was ich gelesen habe, dass das wirklich so ein... Deswegen machen die es auch bei der Hochzeit so als Riesenfeier, weil das wirklich so eine große Party war. Ja. Also eine Riesenveranstaltung, die man Wochen auch, wie du schon gesagt hast, mit den 40 Tagen so quasi, vorher groß ankündigt, damit die Leute dann auch kommen aus den Dörfern, auf die Plaza Mayor oder wo auch immer es gerade stattfindet.
und dann die Ränge aufgebaut werden, bis hin zum König, der dann nach seiner Hochzeit Platz nimmt, und die Bischöfe und Äbte und wer alles sich noch, und dann das Publikum, und dass dann eine große Prozession stattfindet, und dann wird sozusagen die aufgereiht, je nach Rang natürlich, die Gäste, nach Verurteilungsrang die Schuldigen. Und dann wird jeder genannt mit dem, was er getan hat, was er jetzt dafür tun muss. Und dass dann anschließend die, die dann tatsächlich getötet oder hingerichtet werden, die kommen dann nachher, ich hätte mir vorgestellt, die zünden dann den Scheiterhaufen an und dann hört man die Schreie durch die Stadt hallen. Aber nein, also die werden da verurteilt und dann führt man die wieder weg. Also man kriegt da sozusagen gar nicht so eine makabre Show geboten, außer wie du beschrieben hast, dass man womöglich die Wachspuppe da anzündet. Aber das sozusagen die noch lebendigen Verurteilten, da einfach nur Teil dieser Prozession sind. Und dann, im Zweifel wissen sie ihr Urteil schon oder manche erfahren es erst da vor Ort. Ja, oder sie können es daran ablesen vorher, an welcher Position sie da in der Warteschlange stehen, wie hart ihr Urteil sein wird oder nicht. Nee, es gibt ja auch immer noch die Regel, das schreibt auch Bernagy ganz intensiv, dass die dann am Scheiterhaufen stehen und sagen, nee, ich bereue doch, also im Angesicht des Todes, abschwören, dass man die auf jeden Fall lebendig lassen soll. Dass man die auf jeden Fall wieder runterholt. Das wird schon von Anfang an festgeschrieben. Von daher kann das natürlich auch deshalb sein, dass man sie dann dorthin bringt und nochmal so als Möglichkeit, möchtest du nicht doch nochmal abschwören, und dann, wenn sie es doch nicht tun, sie dann eben später hinrichtet. Und ich weiß nicht, wie, jetzt habe ich die Jahreszeit wieder vergessen, aber es war 1800 irgendwas in Spanien, wo das dann, also die spanische Inquisition ihr Ende gefunden hat. Naja, natürlich in Rom. Genau, die Institution fortlebt. Ja, also beziehungsweise die ist auch irgendwie im 19. Jahrhundert, hat die noch mal irgendwie Fahrt aufgenommen, weil es gibt ja diese Bilder von Goya, diesem sehr bekannten spanischen Maler, der auch noch mal Autodafés malt. Ah ja? Ja, okay. Also das scheint in der Zeit noch mal... Na gut, das ist ja auch ganz am Anfang des 19. Jahrhunderts. Genau. Das war 1800 irgendwas. Ja. Und, wo dann zum letzten Mal so ein Ketzer verurteilt wird. Und da gibt es eben noch so Bilder von ihm, wo er das eben auch ganz klar kritisiert, dass das passiert. Und das sind so die letzten Prozesse, die noch anlaufen. Und er malt die eben auch da. Und da haben wir auch diese spitzen Hüte, die sie tragen. Das haben wir auch nur in der spanischen Inquisition, dass sie diese Hüte bekommen. Das ist so ein bisschen aus wie Kuckucksklan, ne? Ja, so ein bisschen. Wobei diese... Oder diese Flammenkreuze. Ja, diese Flammenkreuze. Für die Verurteilten. Ich glaube, für die mit der Maximalstrafe. Ja, also die haben, wobei diese Hüte, die sie in der Inquisition, das sind eher mehr diese Deppenhüte, die wir so aus den USA kennen, irgendwie noch früher, wo, wenn die dann in der Schule sich schlecht benommen haben und sich irgendwie in die Ecke setzen, dann haben die manchmal auch so einen spitzen Hut aufbekommen. Ja, ich kenne das bei den Simpsons, haben die das mal dargestellt. aber scheinbar gab es das bei denen gegeben. Und das sind also diese ganz langgezogenen Hüte. Beim Ku Klux Klan, deren... Ja, das müssen wir jetzt auch nicht ausführen. Nein, aber das war nur deren meine Assoziation, als ich das Bild gesehen habe. Genau, aber das ist ja, orientiert sich ja auch bei den Spaniern. Das sind ja diese Bußgewänder, die da tragen. Also ja, das stimmt. Haben die auch geklaut. In der Karwoche. Ja, also, das ist dann auch... Stimmt, teilweise sehr irritierend. Also, wir packen auf jeden Fall dieses Bild nochmal in die Shownotes von dem Autodafé von Karl II. Das Hochzeitsinquisitionsgericht. Ja. Und dann kann man das nochmal schön ansehen. Ja. Ja, währenddessen verinstitutionalisiert sich das in Rom zu einem Buchleseclub. Ja, ebenso, ja. da gab es auch von, das ist glaube ich mittlerweile auch schon wieder 5 Jahre her, die hatten da eine Ausstellung in Rom aus den Archiven der Inquisition, wo sie eben zensierte Bücher ausgestellt haben. Also was die Inquisitoren gesagt haben, das geht nicht. Mein Lieblingsobjekt, ich glaube, privat habe ich dir das schon mehrmals erzählt, das war ein Luthertext. Ich weiß nicht, ob es die Bibel war oder irgendeine andere Abhandlung. Also die Bibel ist kein Luthertext. Nein, aber die, Entschuldigung, seine Übersetzung. Ja, okay, ich weiß nicht, ob es seine Übersetzung war oder irgendeine andere Abhandlung. Und da war in diesem Buch ein Schnitt von ihm, also ein Holzschnitt von seinem Gesicht drin. Und dieser Inquisitor hat es einmal durchgestrichen. Und zwar so doll, dass es noch in den nächsten Seiten dahinter man gesehen hat, dass er das gestrichen hat. Sowas finde ich immer schön, weil man dann so deren Emotionen und Persönlichkeiten so ein bisschen sieht. Genau, also das sind dann vor allem eben Texte, die von Reformatoren rausgegeben werden, die sie dann zensieren oder komplett konfiszieren. Ja, oder von Wissenschaftlern, ne? Ja. Also denken wir nur an Galileo Galilei, der da vor dem Heiligen Offizium tatsächlich widerruft.
Und er darf dann tatsächlich auch wieder nach Hause, muss allerdings dann auch den Rest seines Lebens zu Hause bleiben. Ja, weil das zu Hause ist irgendwie die Villa vom chinesischen Bischof in Toskana. Also träumen andere von. Ja gut, du würdest halt vielleicht auch gerne mal spazieren gehen. Das glaube ich darf er. Er darf sich, glaube ich, auf dem Anwesen aufhalten. Er darf nur das Land nicht verlassen. Nennt sich dann der Index Librorum Prohibitorum. Mhm. Den gab es auch bis zum Zweiten Vatikanum, glaube ich. Ja. Das übersetzt einfach nur der Index der verbotenen Bücher. Mhm. Und ja, wer noch, also Opfer dieser Inquisition sind eben Galileo, der immer angeführt wird, obwohl er meiner Meinung nach relativ leicht davongekommen ist. Wer wirklich nicht leicht davongekommen ist, aber niemanden interessiert außerhalb Italiens, ist Giordano Bruno. Mhm. Der ist verbrannt worden tatsächlich. Und da gibt es dann auch Denkmäler in Italien, aber außerhalb von Italien, wie gesagt, kommt dann immer Galileo, der Arme, der von der fanatischen Kirche verfolgt wurde. Wo das Urteil erst 1992 aufgehoben wurde. Ja, mein Gott, weil es einfach vorher niemand für notwendig erachtete, sich damit nochmal zu beschäftigen. Und auf jeden Fall, ich finde, es sollten mehr Leute über Bruno reden. Warum? Jetzt musst du auch noch sagen, warum er, wofür denn... Ach Gott, ja, der hat auch so, da ging es auch um die Wissenschaft. Ich hatte das letztens sogar nachgeguckt, was er da erzählt hat. Da ging es auch wieder um Sternbewegung. Also das steht eben so im Kontext mit Kopernikus und Galileo. Mhm. Aber irgendwie waren seine Ideen dann denen zu wild, dass sie ihn dann auch verbrannt haben. Wie gesagt, Galileo durfte dann... Ja, der hat ja widerrufen. Vielleicht hat der Bruno nicht widerrufen. Ja, genau, Bruno hat nicht widerrufen. Er hat auch wieder... Von wegen renitent. Ja. Ist einfach blöd. Die heretische Verstocktheit. Sag doch einfach, dass es dir leid tut. Du musst es ja nicht meinen. So wie bei Franz von Assisi. Das sagst einfach deinen Kollegen, aber was ich wirklich meine, ist deine Schublade. So damit wir Ruhe haben. Genau, vielleicht auch noch zum Abschluss, weil ich das halt... Vielleicht noch einer, der mir im Kopf noch ist, von wegen Inquisition und die Kongregation für die Glaubenslehre, heißt es ja seit dem Zweiten Vatikanum. Aus meiner Generation, damals in den Talkshows war immer noch Eugen Drewermann. Kennst du den noch? Nee. Dieser Paderborner, ich glaube aus Paderborn stammt er, Theologe und Psychologe, der da sein Lehramt verloren hat an der Uni, weil er, ich glaube, die Jungfrauengeburt geleugnet hat. Das geht nicht, da hat ihn der Erzbischof von Paderborn des Amtes enthoben. Also natürlich geht es auch darum, welche Theologen heute, vor allem welche katholischen Theologen, Professoren sind, also dafür katholische Theologie an einer Universität lehren, die müssen sich natürlich durchaus an die katholische Lehre halten. Genau, vielleicht und auch, da wird sozusagen diese Kongregation für die Glaubenslehre doch nochmal wieder zum Studium für Bücher wichtig, weil die müssen natürlich diese Veröffentlichungen der diversen katholischen Professoren auch studieren und gucken, ob die denn übereinstimmen mit der Amtsmeinung. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bekommt der Ortsbischof dann entsprechende Instruktionen wahrscheinlich. Vielleicht nochmal wegen Glaubenslehre und so, das ist was auch immer wieder angeführt wird, gerade heutzutage, wo wir doch relativ liberal sind, in was so Konfessionen angeht, ob man jetzt Protestant oder katholisch ist, interessiert heutzutage niemanden mehr. Ob das man, sprechen wir mal für uns ja, hier für uns, in ja, ja, Deutschland, ich meine, zumal in Berlin, genau, wo wir sitzen. Genau, also ich meine dort... Jeder nach seiner Fasson. Jeder nach seiner Fasson, also das ist in Deutschland weitestgehend... Gut, es gibt bestimmt noch gewisse Ortschaften, aber weitestgehend ist es, man fragt niemanden mehr nach seiner Konfession. Ob man Mitglied ist in der Kirche oder nicht, das wird heute nicht mehr diskutiert. Das war zur Zeit meiner Eltern war das noch anders. Also das hat sich eben relativ weit liberalisiert. Und gerade wird das dann auch immer diskutiert, auch besonders so in populären Diskussionen. Ja, warum so die böse Inquisition, warum hat man die Katharader nicht einfach machen lassen? Warum hat man die Waldenser nicht einfach machen lassen? Das ist doch egal. So, die haben doch einfach nur eine andere Sicht auf die Welt gehabt, existieren, koexistieren. Da muss man natürlich eben dazu sagen, dass gerade auch im Mittelalter und auch in der Frühneuzeit das nicht so galt. Also auch schon gar nicht von der römischen Kirche und gar nicht mal, also es wird dann auch mal, wie gesagt, die katholische Kirche hat sehr schlechte einen Ruf bekommen, auch teilweise zu Recht und teilweise aus anderen Gründen, wo ich gleich nochmal zu kommen möchte. Aber die machen das nicht, weil sie machtgierig sind oder weil sie ihren Einfluss vergrößern würden, was immer so als erstes fällt, die böse Kirche, sondern weil sie da einen quasi, ja, nicht Bildungsauftrag sehen, aber eigentlich ihre Existenzgrundlage. Es ist eben ihr Job, die Leute zum Seelenheil zu führen und sicherzustellen, dass die
richtig glauben, damit die dann auch in den Himmel kommen. Und für die, ich liebe euch doch alle. Ich liebe euch, ich will doch nur, dass es euch gut geht. Und wie gesagt, heutzutage hat man da vielleicht auch einen anderen Blick drauf und sagt, naja, aber wenn die halt falsch glauben, dann ist das ja deren Schuld. Aber die Kirche sagt halt, nein, wir haben die Aufgabe, uns um die Schäfchen zu kümmern. Und die Schäfchen sind manchmal halt ein bisschen stur und laufen aus dem Gatter raus und dann müssen wir sie halt wieder zurück. Und der Inquisitor und trägt das arme Schaf wieder rein. Es gibt, glaube ich, sogar so Zeichnungen wie von. Ich glaube, vielleicht denke ich es mir auch gerade mal aus. Und das muss man eben klar machen. Das ist so ein bisschen vergleichbar heutzutage mit studierten Medizinern und so Quacksalbern, die dir halt Schlangenöl verkaufen. So sieht es die römische Kirche auch. So, wir sind die, die das studiert haben. Wir machen das seit Jahren. Wir reden drüber, was richtig ist und was nicht. Und jetzt kommen da diese Kaderer und erzählen denen irgendwie einen Blödsinn. Und die kaufen alle dieses Schlangenöl. Und jetzt kriegen die alle einen Hautausschlag. Nur statt halt Hautausschlag kommen die jetzt alle in die Hölle. Und weil sie es nicht besser wissen. Also das ist eben diese Position von der von der römischen Kirche, dass sie halt sagen, diese ganzen, oder warum sie dann auch die Katharer so massiv verfolgen. Weil sie eben sagen, das sind Menschen, die arme, unschuldige Leute ins Unglück stürzen, weil sie Macht und Einfluss wollen oder weil sie halt irgendwie Blödsinn glauben. Also das ist die Perspektive der römischen Kirche in dieser Situation. Und da ist man eben auch in einer Zeit, wo man dann bereitwilliger Gewalt einsetzt, damit die dann, weil die ja nicht aufhören damit, die immer verführen sie die zum Unglauben und die kommen dann in die Hölle. Also das ist eben diese Perspektive, warum die überhaupt da die Inquisition reinnehmen. Also das hat wenig damit zu tun, dass die Kirche machtgierig ist oder geldgierig ist, sondern ja natürlich. Also sagen wir mal so, das ist jetzt die idealisierte Ansicht, die ich durchaus teile. Es ist mir sehr sympathisch. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass eben da auch materielles Interesse gerade der regionalen, weltlichen Herrschaft. Also genau, also was ich hier klar machen muss, das ist die Perspektive, die sie selber vertreten, die sie von sich mitteilen. Leidenschaftlich. Beziehungsweise es ist ja eigentlich eine nette Idee. Weißt, da sind wir wieder mit gut gemeint, das ist nicht gut nett. Gemacht. Sie meinen es ja gut. Machen. Sie meinen es gut. Aber es scheitert, wie so immer, an den menschlichen Naturen vor Ort, die nicht frei sind von Gier, die nicht frei sind von Korruption, die nicht frei sind von Hass. Und dann doch einfach mal diese Institutionen missbrauchen, um irgendwie. Aber der größere Gedanke dahinter war eigentlich gut gemeint. Und da kann man dann natürlich sagen, ja, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Absichten. Das ist ja mal jetzt ein tolles Schlusswort, würde ich sagen. Genau. Aber neben dem tötet sie alle, Gott wird sie schon irgendwie erkennen, designen. Weil ich das immer so spannend finde, ich bin ja großer Fan von Rezeptionsgeschichte. Oh, wir haben leider keine Zeit mehr. Nein! Ganz kurz. Aber ganz kurz. Ich habe auch nicht mehr, ich habe nur 3 Zeilen aufgeschrieben. Dieses Bild halt vor allem von der bösen Inquisition, die foltern, die grausam sind, die zum Spaß morden. Das ist tatsächlich auch so ein Motiv, höchstwahrscheinlich eben auch angestoßen von der spanischen Inquisition, die ja auch weiter noch eben aktiv gegen Nichtgläubige vorgegangen ist, anders als die römische Inquisition, die dann ja irgendwann zum Bücherlesen übergegangen ist, haben wir tatsächlich, und da haben wir ein bisschen in der Bridgerton-Folge drüber gesprochen, eben entwickelt sich im 18. Jahrhundert in England, aber nicht nur in England, aber da geht's los und es breitet sich dann immer in Europa aus, das Genre des sogenannten Gothic Novels, der in Deutschland mit dem Wort Schauerroman übersetzt wird. Das schauert mich auch da, wenn ich daran denke. Und das sind halt einfach diese typischen Gruselgeschichten, die wir heute noch kennen. Mary Shelley wird da immer mit Frankenstein so das Emblem dieses Genres. Und was ist da jetzt das Inquisitorenbuch? Ja, ich weiß es gar nicht, da kommen ein paar. Und was eben interessant ist bei diesen Schauerromanen, jetzt nicht überraschend, wenn man sich die englische Geschichte anguckt. Da ist ja im Zuge von der Anglikanisierung unter Heinrich dem VIII. Sehr, sehr viel Kirchengut, was ist das Wort? Säkularisiert worden. Okay. Und das heißt, man hat jetzt recht viele... Also er hat sich genommen, sagen wir es einfach so. Und an andere verteilt wieder. Und man hat dann eben sehr viele ehemalige Klöster, die jetzt in Ruinen da liegen, ehemalige Schlösser, die da in Ruinen liegen. Aber vor allem eben diese Klöster und auch große Kathedralen, die zerfallen sind.
da kommen jetzt eben die ja, modernen, aufgeklärten Engländer und denken sich eben so Gruselgeschichten drumherum aus. Und nicht überraschend sind immer die Geistlichen die Bösen in diesen Geschichten. Und das sind dann die bösen Mönche, die dann in Ecken lauern und die armen, unschuldigen, jungen Frauen verfolgen und irgendwie ermorden. Obwohl natürlich, bevor man sich dort für einen anderen ketzerischen Weg entschieden hat. ich glaube, Heinrich IV. Von England auch sich Inquisitoren geholt hat, ja, ja. Um dass die da mal aufräumen in England. Also das ist eben auch interessant, vielleicht da nochmal, es werden auch häufig Inquisitoren einfach geholt, um Klöster zu kontrollieren, ob da alles in Ordnung ist. Also, oder beziehungsweise manchmal holen sich die Klöster die auch selber und sagen, komm, guckt mal bei uns, ob das alles in Ordnung ist. Also Inspektion. Genau, einfach eine Inspektion, wie es da so läuft. Und aber man kann eben sehen, so im Zuge dieses Gothic Novels kommt dieses Motiv auf. Und dieses, der Böse. Und das wird dann auch, geht dann durch die Zeitungen. Wir haben dann auch lauter Stiche und Drucke, die dann verbreitet werden von armen, nackten Frauen, die natürlich wunderschön sind, in irgendwelchen Folterapparaturen. Und der garstige, gnarzige alte Inquisitor steht dann daneben mit seinen knöchrigen Fingern. So, als und, wenn er aus der Name der Rose würde auferstanden. Ja, und giert sie ein. Also es ist dann auch klar, diese Sexualisierung dahinter. Und ich gehe davon aus, dass unsere Vorstellungen von der Inquisition eben zum einen von dieser spanischen Inquisition halt sehr stark geprägt sind und dann von dieser Weiterverarbeitung durch den Gothic Novel und dadurch eben auch sehr viele Stereotype und Vorurteile sich eben entwickelt haben und heute noch so in den Köpfen drin sind. Ich würde vielleicht nicht beim Gothic Novel bleiben, sondern euch auch eine Literaturempfehlung geben, nämlich In den Brüdern Karamasow von Fjodor Dostojewski. Und jetzt nehmt es mir nicht übel, dass ich russische Literatur empfehle. Ich hoffe, Dostojewski müssen wir jetzt nicht in Zusammenhang setzen mit aktuellen politischen Aggressionen. Also In den Brüdern Karamasow, das ich nie komplett gelesen habe, das muss ich gestehen. Das ist mir zu anstrengend. Ich glaube, in der Version, die ich besitze, die schon relativ dünn gedruckt sind, sind 1300 Seiten. Aber die sind auch deshalb so dick, weil der irgendwelche anderen Storys damit eingebaut hat. Das heißt, der eine Bruder Karamasow erzählt dem anderen eine Geschichte über den Großinquisitor. Kann man auch als Reklamheftchen sich besorgen. Diesen Auszug aus Brüder Karamasow, wo Jesus wieder erscheint auf der Erde und dann von dem Großinquisitor verhaftet wird und vernommen wird. Und es ist aber ein ganz toller Text darüber, sozusagen so ein Vorwurf, was hast du, Jesus, dir eigentlich dabei gedacht, den Menschen hier den freien Willen zu geben. Jetzt müssen wir das alles wieder in Ordnung bringen und zusammenhalten und uns dafür aufopfern. auch Schlechtes tun, um den Laden irgendwie zusammenzuhalten, den du, Jesus, kaputt gemacht hast mit deiner Freiheit und dem ganzen Quatsch. Das ist ein ganz toller Text und ich habe den auch mal hier in Berlin in irgendeinem Kellertheater. Mhm. So ein Schauspieler hat das mal vorgelesen, sehr eindrücklich als Großinquisitor. Das ist ja ein Monolog. Ja, ja, also Jesus antwortet ja nicht. Ja, ne? Ja. Also der Großinquisitor spricht die ganze Zeit. Das ist fantastisch, hört euch das an. Falls ihr kein Gothic Novel. Ja, also wie gesagt, also das sind eben nicht nur englische Texte. Also das geht so in England los und wird dann aber natürlich auch in Deutschland, Frankreich, Spanien, glaube ich, auch aufgegriffen. Zum Abschluss nochmal aktuelle Rezeption. Aha, aktuell in Anführungszeichen. Torquemada wurde wundervoll dargestellt von Mel Brooks. Aha. In, wie hieß es, die Geschichte der Welt. Das ist aber doch schon älter, ist jetzt nicht so aktuell. Deswegen habe ich doch gerade gesagt, in Anführungszeichen aktuell. Das aktuell vor 30 Jahren oder wann war das? Ich glaube sogar noch länger her. Trotzdem, da haben wir ihn und ich habe es schon erwähnt, Monty Python hat wunderschöne Sketche produziert mit der The Inquisition. Ja, das ist Mel Brooks. Mel Brooks, okay. No One Expects the Spanish Inquisition ist Monty Python. Und Caroline Kebekus mit Ich brenne für dich. Aber das ist keine Inquisition. Ja, okay. Das ist ein Bischofsgericht. Das ist ein Bischofsgericht, natürlich. Wer hätte das nicht sofort erkannt von euch? Ja, da stand ein Bischof. Ja, okay. Auf jeden Fall, den Punkt, den ich da machen möchte, ist, was mir aufgefallen ist, die haben immer rote Kutten an. In diesen aktuellen und ich weiß nicht warum, weil die so tragen nicht, genau, also die Dominikaner tragen schwarz. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich glaube, da kann man, das gebe ich zur Diskussion frei, weil wir sind jetzt am Ende. ich glaube, das hängt daran, dass Torquemada eben Kardinal war und rot getragen hat und auf den Gemälden immer rot trägt und das haben sie übernommen. Aber das ist nicht historisch authentisch. Womit wir bei unserem Lieblingsthema wären, aktuelle Dinge auf historische Authentizität zu überprüfen. Und ich werde es vorweg noch dazu bringen,
dass wir noch eine Folge machen über eine Kaiserin. Ich mag nimmer. Untote wiederkehrt. Aber sie mag nicht. Diese arme Frau. Ne? Aber das nächste Mal. Jetzt der arme Torquemada, der hat gar nichts Schlimmes gemacht. Nein, also, wie immer, die Diskussion ist freigegeben, wie es Holbeck gesagt hat. Schreibt uns, das müssen keine Fragen sein, es dürfen auch Kommentare sein, Widersprüche. Verbesserungen. Verbesserungen, falls Solveig eine falsche Jahreszahl gesagt hat oder viel schlimmer ein spanisches Wort falsch ausgesprochen hat, dann dürft ihr uns natürlich wie immer gerne korrigieren und schreiben, entweder per E-Mail an kontakt@flurfunk-geschichte.de oder bei Twitter oder Facebook. Ich glaube, wir haben sogar einen Instagram-Account, um den ich mich aber überhaupt nicht kümmere. Aber wenn man uns da schreibt, wird es auch ankommen, glaube ich. Mhm. Und ansonsten, finde ich, war das eine wunderbare vorweihnachtliche Doppelfolge. Adventliche Doppelfolge. Ganz adventlich. Und ich kann jetzt hier das lodernde Feuer auf unserem Tisch auspusten und wünsche euch dabei nur das Beste für die Weihnachtszeit. Bis dann. Tschüss. Ciao.